Hallihallo Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer Runde hier auf Skybound. Es wurde natürlich in den Kommentaren schon oft erraten, dass ich jetzt, wo Dr. Banks mir das nachgemacht, nee, Spaß, wo Dr. Banks das hier auch spielt, dass ich dann jetzt natürlich hier weiterspielen werde. Obwohl Sky Factory 2 noch nicht zu Ende ist. Ich hatte ja gesagt, wenn Sky Factory 2 zu Ende ist, dann gehe ich hier wieder auf Skybound und spiele weiter, weil ein nicer Server und so. Und ich habe mich dann dafür entschieden, dass ich es doch parallel zueinander mache. Sky Factory 2 habe ich jetzt auch ewig nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, was da los ist, ob da irgendwas Neues jetzt kam, weil ich nicht da war, wie viel wir produziert haben, welche Systeme alles kaputt sind und, und. Jedenfalls habe ich gestern hier auf Skybound dann begonnen. Ich will nochmal komplett neu beginnen, denn die andere Insel hat ja nicht mal mir gehört. Darum seht ihr das hier. Ich habe schon mal die Anfangsquests gemacht. So hier, aller Anfang ist schwer. Erstmal Gemüse pflanzen und sowas. Eine kleine Melonenfarm, eine Kürbisfarm machen. Einen Cobble-Generator bauen und so weiter. Hier ist auch ein bisschen Weizen nachgewachsen. Das ist nice, kann ich nachpflanzen. Irgendwie vermehren sich die Seeds bei mir gar nicht. Keine Ahnung, warum. Und ich habe auch schon ein paar Sachen in der Farmwelt gefarmt. Hier sind so die übrig gebliebenen Sachen. Ich bin ein paar Mal gestorben, ist halt so. Und ich hatte einen richtig nicen Skydrop. Für alle, die es nicht kennen, erkläre ich mal schnell das Prinzip. Man hat seine kleine Insel. Das ist das hier. Die kann man ausbauen bis zur Border. Die Border kann man natürlich auch mit Money erweitern. Dann können maximal 4 Leute auf die Insel drauf. Das kann man natürlich auch erweitern. Man kann verschiedene Add-ons für diese Insel kaufen. Außerdem, natürlich gibt es auch Ränge, aber das ist erstmal egal. Auf der Insel kann man dann Sachen anbauen bzw. abbauen. Zum Beispiel Cobblestone jetzt in dem Fall oder hier Sugarcane, die man dann im Shop verkaufen kann. Im Shop bekommt man dann dafür Stars. Das sind diese Teile, die man hier sieht. Da habe ich auch schon ein bisschen was zusammen. Und von den Stars kann man sich im Shop dann Sachen kaufen, die man so nicht bekommt. Oder jetzt zum Beispiel Spawner, wobei du dann halt an den Spawnern wieder Sachen bekommst, die du für viel Geld verkaufen kannst. Von daher ziemlich praktisch, wenn man dann etliche Stars hat. Und es gibt die Warzone. In der Warzone kannst du Erze farmen. Die liegen da einfach so auf den, also beziehungsweise die Roherze, die stehen da einfach so auf den Inseln rum. Das ist alles Sky World halt, wie es auf einem Sky-Server so ist. Und kannst du ja halt abbauen, bekommst sie in dein Inventar, nach einer gewissen Zeit werden die replaced. Und du kannst natürlich in der Warzone auch getötet werden, dann verlierst du deinen ganzen Stuff. Du kannst aber auch töten und den Stuff der anderen bekommen. So, und ich bin jetzt gerade mal hier dabei, so ein bisschen das alles auszubauen bei meiner Insel. Ich habe nämlich vor, dass das nicht so bleibt, sondern ich möchte einen kleinen Weg nach unten bauen. Das heißt, wenn man hier spawnt, soll man eine kleine Treppe nach unten haben. Und natürlich werde ich auch wieder in eine Sugarcane Farm investieren, denn Sugarcane ist einfach best. Das bringt so verhältnismäßig viel Money, nicht normal. Obwohl, ich habe irgendwie gerade Bock, ein bisschen in die Warzone zu gehen. Mit ISGO kommt man zur Insel und mit Spawn kommt man zum Spawn. Ach, wer hätte es gedacht? Und bevor jetzt wieder riesig große Fragetexte kommen in der Videobeschreibung und in den Kommentaren, ich werde eine Community-Insel aufmachen und in der Community-Insel, ich bin runtergefallen, Leute. In der Community-Insel werde ich dann ein paar Leute, die mir besonders gut auffallen, in den Kommentaren reinlassen. Okay, jetzt noch eine kleine Sache, hier gibt es solche Rewards, Daily Reward, also einen Tag hatte ich schon mal. Das heißt, hier kann ich jetzt wieder claimen, das heißt, Tag 2 habe ich jetzt geclaimt, 75 XP, ja gut, hat mir jetzt nicht viel gebracht, aber egal. Okay, das hier ist jetzt die Warzone, das ist sozusagen der Haupteingang, den mag ich aber nicht so, weil da so viele Foliatypen sind. Ich laufe immer gerne ein bisschen hier nach rechts. Warte, eine Sache, die ich noch vergessen habe zu zeigen. Es gibt hier solche Challenges, die man erreichen muss. Zum Beispiel hier meine Pickaxe auf Level 10. Ich habe diese Anfangsteile schon alle gemacht, die sind ein bisschen langweilig. Naja. Den kenne ich. Stimmt, den kenne ich. Dann gehe ich mal hier in die Warzone rein und farm so ein paar Erze.
Okay, mich verfolgt niemand, alles gut. Da seht ihr, was ich meine. Hier sind diese Erze. Ach man, ich habe schon wieder was vergessen zu erzählen. Also, man hat diese Challenges und wenn man die erfüllt, bekommt man XPs für die Level. Ihr seht hier oben so eine Leiste hier, Level 7 bin ich jetzt schon. Und wenn ich, beziehungsweise muss ich versuchen, mich weiter aufzuleveln. Und ab verschiedenen Leveln kann man halt spezielle Sachen machen. Zum Beispiel verzaubern. Aber das dauert noch ein bisschen. Ihr seht, Pickaxe auf Level. Da hat mich jemand ins Void geschmissen. Und wenn man ins Void geschmissen wird. Naja, ihr seht, bekommt man einfach nur Vergiftung. Ja, sehr gut. Der will Team. Beziehungsweise Team mit mir. Hat mich auch gestern schon mal angeschrieben. Herzlich willkommen, du bist jetzt in meinem Video drinne. Da vorne ist ein Typ. Ah, gut, der haut ab. Ich überlege, ob ich immer eine MSG schreibe oder sowas. Freut er sich bestimmt, obwohl ich glaube, er freut sich mehr, wenn er sieht, dass er im Video ist. Ich überlege, ob ich auf den drauf gehe. Oh, komm, ich lasse es lieber. Ich fahre mir jetzt mal so ein bisschen Sachen zusammen, die ich für eine weitere Full Iron Rüstung brauche, so eine Backup Rüstung. Denn es gibt hier natürlich, wie bei Factions, auch richtig OP Schwerter. Eins davon habe ich schon. Das macht, ich glaube, 11 Attack Damage. Dann gibt es natürlich noch so Sachen Bleed und Köpfen oder sowas. Und es gibt dann halt Leute, die hitten dich einmal und du bist tot. Und wenn sie dich ordentlich hitten... Ah, alles klar. Der hatte Kill-Aura. Safe hatte der Kill-Aura. Aber sowas von safe. So schnell kann man nicht hitten. Niemals. Das gibt dann einen Report. Ich habe das in der Aufnahme. Und genau, das meinte ich mit Backup-Rüstung. Ich habe jetzt nur noch Eisenschwert und eine Steinspitzhacke. Und ein bisschen was zu essen. Problem ist, warte mal, kann ich gleich reporten? / report. Mal sehen, ob mein Admin on ist. Fahrrad. Für Grund. Hacking. Klammern. Kill-Aura. Oder. Pff, keine Ahnung, wie nennt man. Superklicker. Autoklicker. Mal sehen, ob das was wird. Denn so schnell schlagen, ja, das waren, keine Ahnung, ich war praktisch instant tot. Ich war tot, bevor ich so machen konnte. Stand so da. Und als ich den ersten Hit bekommen habe, habe ich mich umgedreht. Und während ich mich umgedreht habe, war ich wieder tot. Also, genau das meinte ich. Es sind hier natürlich auch Hacker unterwegs. Gestern habe ich schon ein paar Reports gemacht und habe da ein paar Leute gebannt, weil die halt richtig übelst reingehackt haben. Ich hoffe, dass es nicht so viele Leute gibt, denn darauf habe ich überhaupt keinen Bock, vor allem, wenn man noch nichts hat. Das ist dann immer ein bisschen sehr mies. Okay, jetzt mal gucken. Gönne ich mir einfach so ein bisschen Eisen hier. Will er fighten? Ja, der will fighten. Okay, oh. Den habe ich aber in der Kombo. Ja gut. Das ist jetzt blöd. Nun gut, dann machen wir jetzt halt mal was anderes. Ah, warte mal, verdammt. Ich gehe mal schnell in den Spawn Shop, den kann ich euch auch mal zeigen. Und kauf mir da was. Ach, übrigens eine Sache hier. Das Einzige, was ich richtig mies an dem Server finde. Es dauert ewig, bis du drauf bist. Der ist immer zu 100% voll. Also, ich habe vorhin ein Buch auf meine Tastatur gelegt und rechts gespammt, dass ich irgendwie da drauf komme. Und es hat sehr lange gedauert. Naja, ich hole mir jetzt 2 Diamonds. Gehe zurück zu meiner Insel. Ich habe ja noch einen Diamond. Und dann gönne ich mir hier mal eine Dia-Pickaxe. Habe ich noch Sticks? Ja, perfekt. Noch 2 Stück. Dann haben wir hier eine frische Dia-Spitzhacke, die werde ich auch erstmal nicht mit in die Warzone nehmen. Und dann zeige ich euch mal was es hier nämlich Nices gibt. Ah, da muss ich nochmal zum Spawn und in den Shop gehen, denn es gibt hier solche Spawner. Ich denke mal, viele von euch kennen die von Dr. Bex schon. Und diese spawnen Golderze, also dieser hier spawnt Golderze. Es gibt natürlich auch andere, die andere spawnen. Und ich gehe jetzt hier mal hin. Kaufen wir einen Redstone-Block, braucht man dafür, glaube ich.
Redstone will ich mir eh mal ein bisschen was holen. Was brauchte ich denn noch? Pistons brauchte ich, glaube ich, noch ein paar. Okay, jetzt habe ich mir gleich ein Stack geholt. Das wollte ich eigentlich nicht. Egal. Hier noch ein bisschen von denen. Und das war's. Mehr brauche ich erstmal nicht. Dann gehe ich wieder zur Insel zurück. Zack. Crafte mir mal einen Redstone-Block. Und sehe, ob ich diesen netten Spawner aktiviert kriege. Man muss den auf Cleanstone platzieren, denn wenn man es nicht auf Cleanstone platziert, funktioniert es halt nicht. Darum habe ich hier schon ein bisschen Cleanstone in den Öfen gebraten. Ich werde auch einen Cleanstone-Generator bauen, der ist alles automatisch hochdrückt, so eine riesige Redstone-Konstruktion. Aber für den Anfang muss das hier reichen. Okay, ich glaube, es ging so. Genau. Und dieser Spawner, der spawnt jetzt, glaube ich, insgesamt 5 Golderze. Das dauert auch eine Weile. Oh, und ich hoffe, der spawnt die auch hier drauf und nicht irgendwo anders. Puh, keine Ahnung, könnt ihr mal hier hingehen, ein bisschen meinen. Nicht so sonderlich effektiv. Wo hat er die jetzt hingesetzt, die Golderze? Hä? Au, oh, ich ahne, was... Der hat die Golderze hier irgendwo unter die Insel gesetzt, weil die Insel teilweise aus Cleanstone besteht. Ja gut. Das war natürlich strategisch gut von mir gelöst. Tja. Dann kann ich vielleicht wenigstens mal hier meine Pickaxe noch mal ein Level aufleveln. 6 XP fehlen mir noch. Jetzt fehlen mir noch 3 XP. Okay, also einmal abbauen, immer 1 XP. Das ist die auf Level 2. Und kann noch nichts Besonderes. Tue ich mal in die Kiste hier rein. Werde ich natürlich weiter benötigen. Und dann bauen wir uns jetzt hier schon mal schnell einen Cobblestone Generator, der ein bisschen automatischer funktioniert. Also gönne ich mir hier oben mal die Lava. Ich baue das Ganze ab. Zum Abbauen habe ich jetzt meine Dia Pickaxe. So, dann habe ich... Lol. Ist da nicht die Lava drin? Hä? Fuck. Was? Habe ich gerade meine Lava zerstört? Hä, wie das? Hat einer von euch da aufgepasst? Ich dachte eigentlich, ich habe die Lava, beziehungsweise ich habe das Wasser aus dem Eimer rausgetan und dafür jetzt Lava genommen und in den Eimer reingetan. Hä? Okay. Na gut, kann auch an meinem Ping, dass da irgendwas zurückgebackt ist. Ich lege nämlich auf dem Server eh immer zu. Gibt es auch witzige Sachen, so wie ich renne gerade vor so einem Fuldia-Typen weg, bugge zurück, falle ins Void, bekomme Vergiftung, spawn wieder und bin One-Hit. Das macht auch immer Spaß, wenn man so stirbt. Tja. Es gibt hier übrigens auch so die Rüstungsteile, wie ihr gerade bei dem einen vielleicht gesehen habt, mit diesem Harnisch. Die haben einfach irgendwie Schutz 20 oder sowas. Ups, das war der falsche. Schutz 20 und. Es gibt halt Leute, die bekommen auch null Damage. Kannst du schlagen, so oft du willst, bekommen einfach keinen Damage. Also wenn du hier OP bist, dann hast du halt einfach gewonnen. Dann tötest du einfach jeden easy. So, hab ich einen und jetzt zurück zur Insel. Kann ich mir einen Cobble Generator bauen. Oder besser, warte, ich baue mir gleich einen Cleanstone Generator. Da muss ich aber dann noch ein bisschen mit dem Timing experimentieren. Da muss ich auch kein Tutorial zu machen, denn... Jede coole Maschine, die ich baue, die irgendwas total Simples macht, wollen alle mal gleich ein Tutorial machen. Doch zeige ich das jetzt gleich hier. Wollen alle gleich ein Tutorial haben. Na gut, irgendwie auch verständlich. So. Mache ich mal so ein bisschen Platz hier. Und jetzt. Was braucht man dafür? Man braucht hier einen Piston. Der Piston muss dann halt schieben. Den baue ich mal so ein bisschen anders. So, der Piston schiebt hier. Und dann brauche ich hier irgendwo etwas, wo sich die unendliche Wasserquelle immer bildet. Da nehme ich diesen Bereich hier. Ups. So, hier. Und zack, zack. Hä? Alles klar. So, jetzt hat sich hier so eine unendliche Wasserquelle gebildet.
Hier mache ich mal Cleanstone hin. Zack. Na, ah, verdammt. Zack, 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 zack. Ganz viel Cobblestone geplaced. Hier ist noch Cobblestone drin. Jetzt brauche ich irgendwie sowas Glasähnliches. Genau, sowas hier. Damit man die Lava schön sehen kann. Diese Lava kommt nämlich jetzt hier oben rein. Damit man nicht reinfällt, mache ich das mal in so einem Feld hier. Ich traue mir nämlich durchaus zu, dass ich es schaffe, auf der Insel in die Lava reinzufahren vom Cobble Generator und dabei zu sterben und alle meine Sachen zu verlieren. Gut, also hier kommt die Lava rein. Ich habe die Lava schon wieder gelöscht. Hä, was rede ich denn da schon wieder? Ist doch alles in Ordnung. So. Hier kommt jetzt das hin. Da kommt die Lava rein. Der Block kann wieder weg. Und jetzt sollte hier unten dann immer regelmäßig Cleanstone entstehen. Ja gut. Das sollte ich natürlich dann noch irgendwie verhindern. Aber dafür ist ja jetzt dieser Piston da. Das heißt, ich muss mir jetzt hier so eine Redstone Clock bauen. Repeater. Ich mache mir 4 Repeater, sind das, glaube ich, die man braucht. Ah, warte, falsch. So. Das war jetzt praktisch, dass es so gebuggt hat. Ich habe den Zeppelin abgebaut und er ist instant wiedergekommen. So. Den brauche ich auch gerade nicht. Und jetzt. Das Redstone auf dem Server buggt ein bisschen rum, deswegen. Oder beziehungsweise ist absichtlich so gemacht, weil man hier eigentlich nichts automatisch machen soll. Aber ich habe das, glaube ich, schon mal mit dem richtigen Timing so gefunden. Ich glaube, das war so. Und jetzt hat man hier so ein tolles Teil. Und wenn man das jetzt so macht. Genau. Autsch. Wie ich einfach im Block drin wackel. Genau. Habe ich hier meinen schönen Cleanstone Generator. Ich werde das Ganze natürlich noch vollautomatisch bauen. Kann ich eigentlich gleich mal machen. Denn momentan funktioniert es halt nur so lange, wie ich es anhabe. Ich hoffe, das System hängt sich nicht auf. Es besteht nämlich die Gefahr, dass die Lava, wenn nicht das richtige Timing da ist, schneller runterfließt, als sich die unendliche Wasserquelle gebildet hat, wenn man halt ein falsches Timing hat. Und das wäre ungünstig, denn dann würde sich das, wie gesagt, alles aufhängen. Ich brauche einen Sticky Piston. Gehe ich wieder zurück zur Insel. Ah, perfekt, es funktioniert immer noch. So, das heißt, ich baue hier einfach was hin, was dafür sorgt, dass das Signal, was dann hier drauf kommt, baue ich es ein bisschen größer. So hier durch den Baumstamm durch zum Beispiel. Dass man das an- und ausschalten kann mit einem Hebel. Ich werde es natürlich auch irgendwann noch schön bauen, aber erstmal nur, dass ich sowas habe. Also sagen wir, hier kommt das lang, das Signal. Oh, jetzt habe ich einen Signalverkürzer gebaut. Da habe ich den Piston wieder. Genau. Was wollte ich denn? Warte, wie kann ich das noch machen? Ich könnte das jetzt noch so machen. Genau. Und wenn ich jetzt hier was abbaue, dann werden wir merken, dass sich das System aufgehangen hat. Ja, genau das meinte ich. Es besteht halt genau diese Gefahr. Damit muss ich jetzt halt leben. Hä? Die Redstone Clock ist ausgegangen? So, man kann jetzt hier mit einem Hebel den Piston. Hä? Die Redstone Clock ist wieder ausgegangen. Okay. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen strange. Aber ich mache erstmal schnell das hier. Und hier drauf kommt jetzt ein kleiner Hebel. Zack. Zack, zack. Oh, die Aufnahme ist aber schon ein bisschen lang.
Genau, jetzt passiert nichts. Und jetzt geht der Cleanstone Generator weiter. Ich kann mich hier hinstellen, abbauen. Warten, bis sich das System wieder aufgehangen hat. Wegen irgendwelchen Gründen. Ah, da habt ihr auch schon das erste Schöne gesehen. Aus dem Cleanstone, deswegen nehme ich nämlich Cleanstone, droppt manchmal Eisen. Und jetzt überlege ich mir offline noch irgendwas, dass die Glock nicht immer ausgeht. Das heißt, wenn die Glock aus ist, kommt hier mit dem Signalverkürzer wieder ein kurzes Signal an. Ich denke mal, ich werde die Base dann noch ein bisschen nach da drüben vergrößern, dass das, denn dieses System wird ein bisschen Platz brauchen. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich denke mal schon, denn alle wollen, dass ich auf Skybones spiele. Also wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.